Chris Zitter, der langjährige Gitarrist der Wiener Kultformation Eichbottle, ist neuerdings auf Solopfaden unterwegs. Mit dem Album Gestern war gestern liefert er klassischen Austropop vom Feinsten. Schluss mit lautstarken Gitarre-Solos, nun stehen die Zeichen offenbar auf tiefsinnigen Texten. Teils unterhaltsam, teils auch melancholisch. Es ist die Wandlung vom wilden E-Gitarristen zum nachdenklichen Sänger. Chris Zitter hat sich von der Vergangenheit emanzipiert und ist erwachsen geworden. Dazu begrüße ich ihn jetzt bei uns im Studio. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, danke für die Einladung. Ja, Chris, vom lautstarken E-Gitarristen zum unterhaltenden, melancholischen Sänger oft. Oder, verkürzen wir es ein bisschen, vom Eichbottle zum Singer-Songwriter. Das ist eine gewaltige Wandlung. Wie schafft man das? Naja, die Wandlung ist gar nicht so gewaltig. Als Musiker ist man vielseitig, aber in der Außenwahrnehmung kommt oftmals nur ein Teil zu tragen, weil Eichbottle jetzt so überpräsent war, dass natürlich die detaillierte Arbeit, die ich auf der anderen Seite mache, in der Hinsicht nie beleuchtet worden ist. Mhm. Und wenn man es aber dann komprimiert auf ein wirkliches Album und sich einmal selber sozusagen in den Fokus stellt, dann wird es natürlich auch klar, dass es da mehrere Seiten zu diesem Chris Zitter gibt, als nur die laute Heavy-Gitarre, ja. Die ja noch nicht vom Tisch ist. Die kenne ich und liebe ich, aber damit Sie jetzt wissen, was da Neues ansteht, Chris Zitter jetzt mit einem kleinen Ausschnitt. Die Präsentation dieser CD war erst vor wenigen Tagen. Wir haben das Video, das es dazu gibt, für Sie jetzt vorbereitet. Einen Ausschnitt aus Wir können gehen. Sie kommt nun in Minutentakt, einmal und Zung, einmal nackt, Plissé-Kostüm und zweigeteilt, Dirndl-Stoller-Blumenkleid, Jumpsuit, Blazers, Caps, Boleros, Hauben-Leggings und Sombreros, Itzi-Bitzi-Dini-Mini, Honolulu-Strand-Bikini, endlich ist was ausgewählt, es glänzt und glitzert wunderschön, und schon können wir gehen, das Leben ist so schön. Nach 100 Meter bleibt sie stehen, die Schuhe drücken unterm Nee, das gibt's nicht, kann nicht sein, wir müssen wieder heim. Snickers, Pumps und Pantoletten, heiße Slippers und Sandletten, Schnürschuhstiefel, Enkelboots, Ballerina, Cowboyboots. Endlich ist was ausgewählt, es glänzt und glitzert wunderschön. Und schon können wir gehen, das Leben ist so schön. Ja, Chris, eine Persiflage, augenzwinkert natürlich, auf Frauen, die beim Weggehen nicht und nicht fertig werden. Ist das autobiografisch? Ja, es hat natürlich irgendwo autobiografische Züge, wobei ich glaube, in unserer gegenderten Gesellschaft gibt es das ganze Spiel umgekehrt genauso. Selbstverständlich, ja. Wir beim Schminken als Männer. Ja, es fällt auf und ich habe mir das Album ganz genau angehört, da ist Austropop vom Feinsten drauf, so wie man ihn kennt früher vom jungen Ambros, würde ich einmal sagen. Manche behaupten, Ludwig Hirsch ist auch ein bisschen drinnen, das sehe ich nicht so. Ich sehe vielmehr den Gerd Steinbecker auf deiner Platte als Solokünstler. Irgendwie ist ein Mix von allem, oder? Es ist interessant, weil du das ansprichst. Das sprechen mir mehrere Leute drauf an und versuchen, Vergleiche zu ziehen. Im Endeffekt von der Produktionsseite, ich wollte ein Album machen, so wie ich es in meiner Kindheit gekauft habe oder gehört habe. Ja. Ja, ein Album, das definiert ist, wo man jeden einzelnen Musiker hört, wo man die Position feststellen kann und das auch spürt, weil das hat in meiner Kindheit einfach so viel bewegt und transportiert, wenn ich mich erinnere an Zentralfriedhof-Alben, ja, diverse Austropop-Geschichten, die eben wahnsinnig prägend waren. Ja. Ja. Und das Album in der Hinsicht hat sich von selbst geschrieben. Das sind Songs, die einfach auf meinen Reisen entstanden sind und die dann in Liedform gegossen werden. Zu deinen Reisen kommen wir noch, um die beneide ich dich ganz ehrlich. Es sind unterschiedliche Themen, es sind teilweise politische Botschaften verpackt, es sind, so wie diese Nummer dann eher so augenzwinkernd, ironische Nummern, es sind melancholische Nummern, es sind Gastmusiker dabei, Uli Bär zum Beispiel, auch andere Namen, auch Eichbottle selber. Apropos, was sagen denn deine Burschen von Eichbottle zum soften Chris? Ja, Sie kennen die Seite von mir ja genauso schon sehr lange. Ne? Hast du dich das getraut, vor Ihnen, vor dieser Testosteron-Partie wirklich zu sagen, naja, ich bin nicht nur der E-Gitarren-Rocker? Ja, selbstverständlich, natürlich. Okay. Ich meine, wir sind nach wie vor beste Freunde, wir kennen einander so lange, das ist überhaupt kein Thema. Musikalische Vielseitigkeit soll man zeigen. Ja, eine wirklich interessante Facette ist, du überwinterst seit vielen, vielen Jahren in Thailand, auf einer, ich sage einmal, namenlosen Insel, wo es kaum Strom gibt und wenn dann aus dem Dieselgenerator Handyempfang, wenn überhaupt, dann nur hier und da. Jetzt ganz ehrlich, steckt da auch ein Schuss Midlife-Crisis drinnen? Naja, über die Midlife-Crisis würde ich nachdenken, wenn ich nicht mehr reisen gehen würde. Also für mich ist es so selbstverständlich, auf Reisen zu gehen. Ich mache das, seit ich 17 bin, packe meinen Rucksack nicht größer als so groß und reise ohne genauen Plan und Ziel monatelang
durch ferne Länder. Wow. Und ja, das ist einfach ein Teil von mir, den ich brauche, um mich selber zu erden und zu entschleunigen und auch um Musik zu schreiben, um Geschichten erzählen zu können, muss ich selber welche erleben. Das heißt, dort fallen die auch ein bisschen ein, das sind auch teilweise Reiseerlebnisse sozusagen. Natürlich, beziehungsweise werden auch Dinge, die ich hier erlebe, auf diese Art und Weise verarbeitet und werden zu Geschichten. Ja, Chris, vor wenigen Tagen in der Szene Wien die CD-Präsentation. Viele Nummern, die sind auch zu hören im Internet. Hast du das ja unterschiedlich abgemixt? Aber wie geht's jetzt weiter und vor allem auch, wird's Alkbottle weitergeben zum Beispiel? Ja, es gibt jetzt keine konkreten Pläne für Alkbottle, aber definitiv wird's ein Lebenszeichen von uns geben zu gegebener Zeit. Und ich bin gerade dran, die Bundesländertourneen zu buchen. Es wird Konzerte geben. Es wird noch einiges zu hören sein. Aber da ist jetzt überall, wo Chris Zittert draufsteht, ist auch Chris Zittert. Du magst ja das teilweise wirklich selbst. Oder deine Tochter hat dir ja auch ein bisschen geholfen in der Szene. Ja. Aber das ist jetzt eher so eine One-Man-Show, oder? Es ist eine komplette One-Man-Show, ja. Aber spannend, es oder? Ist es. Es ist spannend. Junger Unternehmer mit 40 plus. Ja, genau. Ja. Aber ja, es macht Spaß. Das ist dann sage ich toi, toi, toi. Danke für dieses Album und danke für den Besuch im Studio. Herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön.